Panorama Breitformat hier das Oppo Reno 4 5G Android Smartphone hier bei uns vom CECT Shop zum Unboxing und Hands-on am Start. Drei verschiedene Farben in Schwarz, Blau und Lila sowie zwei verschiedene Varianten und zwar 8 plus 128 und 8 plus 256 GB PDPT00, die Modellnummer hier des Oppo Reno 4 und alles weitere wie immer nach dem Intro. Ja, schön, dass du wieder da bist. Wir öffnen die Box, wieder mal langgezogen wie hier bei den Geräten von Oppo mittlerweile der Fall und da kommt schon das Triple Cam Smartphone zum Vorschein. Hier die Farbe Lila, also Purple NFC Dual SIM, keine Speichererweiterung möglich. Wie gesagt, ihr habt entweder 128 oder 256 GB internen Speicher am Start. Ebenfalls am Start eine Kontrollliste. Es werden also alle Geräte vor dem Versand persönlich von uns getestet. Aus diesem Grund unter anderem die Box nicht eingeschweißt. Und auf den Oppo-Geräten wird dann auch gleich von uns der Google Play Store für euch vorinstalliert. Ja, NFC wie angesprochen, Dual Punch Hole Frontkamera. Wir haben hier auch ein paar Daten. Band 20 im 4G FDD LTE Bereich wird unterstützt, wie hier unschwer zu erkennen. Auch eine Vielzahl an 4G Plus und dann haben wir noch 5G N1, N3, N41, 77, 78 und 79 am Start. 2010 mAh große Akkuzellen verbaut. Und hier die Kameras 48 plus 8 plus 2 Megapixel und 32 plus 2 Megapixel Abmessungen. Schön, knackig, kompakt, quasi 6,4 Zoll Bildschirmdiagonale, In-Display Fingerabdrucksensor und gerade mal 183 Gramm. Welches das Oppo Reno 4 hier auf die Waage bringt. Ja, der 48 Megapixel Hauptsensor hier ein IMX586 von Sony, ultra steady. Ihr habt den Super Anti-Shake 3.0 Modus, einen Moonlight Scene Video Algorithmus auch für sehr gute, gut beleuchtete Nachtaufnahmen. Also hier dann, ja, Garantiekärtchen mit dabei, SAR Wert wie immer. Kleiner, gleich 2 Watt pro Kilogramm. Dann, hier geht es noch weiter, die Box ein bisschen dicker. Man darf sich also auf noch ein bisschen was freuen. Freuen darf man sich in diesem Fall unter anderem auf ein USB Typ C Daten- und Ladekabel. Apropos Typ C, USB 2.0 hier verbaut, wird tatsächlich mal angegeben. Das ist schon mal schön. Manchmal kommen hier Anfragen rein. Bei den meisten normalen Geräten, wenn jetzt hier nicht gerade ein High-End-Gerät mit USB 3.1 vorliegt, macht der Hersteller gerne am besten keine Angabe. Ja, USB-C wie gesagt, dann hier, ja, man sollte nicht ins Mikrofonloch rein poken. SIM, Dual-SIM, Nano, beidseitig eben. Und Lautsprecher. Gebootet ist das Ganze, ja, Super VOOC 2.0, 65 Watt Charging, also das hatten wir, soweit ich mich erinnern kann, das erste Mal im Oppo Reno Ace 2 und ja, das Oppo Reno 4 kommt jetzt eben auch mit 65 Watt kabelgebundenem Laden, auch schön zu sehen. Wir haben ein paar In-Ear-Kopfhörer mit dabei, USB Typ C. Ihr seht hier auch den Anschluss C und Inline-Steuerung auch mit dabei.
Also die sind im Lieferumfang mit enthalten und dann eben auch noch eine Silikonhülle. Jawohl. Öffnungen hier unten, Lautsprecher Typ C und für die Cam auf der Rückseite sowie hier fürs Mikrofon an der Oberseite. Wie gesagt, 183 Gramm. Hier der Ein- und Ausschalteknopf. Wieder mit diesen grünen Streifen versehen. Oberseite hier das Mikro. Telefonhörer angeordnet. Auf der linken Seite plus minus Lautstärke. Und wie schon gesehen, Kartenfach, Mikrofon, USB 2.0 und Lautsprecher. Ja, nochmal zur Rückseite. Hier dreifach Kamera Ultra Steady LED Blitz natürlich. Blendenzahl 1,7, der 48 Megapixel Hauptsensor. Wir haben dann 8 Megapixel Ultraweitwinkel Linse verbaut. 119 Grad, Blendenzahl 2,2 und dann noch eine schwarz-weiß Kamera mit 2 Megapixeln und 89 Grad Betrachtungswinkel. Vorderseitig, da darf man sich auf eine Dual-Front-Kamera freuen. Ihr seht die zwei Linsen hier. Außerdem noch eine Display-Schutzfolie aufgetragen. Also das zählt hier auch noch zum Lieferumfang. 32 Megapixel Hauptsensor, Blendenzahl 2,4, 80 Grad. Und fünfteilig die Linse. Und dann habt ihr noch ein 2 Megapixel Linse verbaut hier mit Blendenzahl 2,4 und Betrachtungswinkel 78 Grad. Also wie bei den Oppo und Vivo Geräten üblich, hier diese Beschreibungstexte für das Wallpaper. Ja, das wird immer auf Mandarin angezeigt, das kann nicht geändert werden, aber sieht auch so schön aus und ihr werdet ja sicherlich das Gerät hauptsächlich nutzen, nicht auf den Lockscreen schauen. Play Store vorinstalliert, wie gesagt, hier auf den Oppo-Geräten ohne Probleme möglich zu nutzen, das Ganze. Wir haben hier ein 90,7-prozentiges Screen-to-Body-Ratio, 409 ppi, also die Pixeldichte, 800 nit maximale Display-Helligkeit. Ja, NFC, Assistive Ball. Das sind hier so die Kacheln, die kann man natürlich dann auch noch ändern, wie ihr sehen könnt. Dolby Atmos mit am Start, Driving Mode, also der Fahrmodus, Dark Mode. Vielleicht hier auch erwähnenswert, da wir ein super AMOLED-Display haben. 2400x1080 Pixel Auflösung. Ja, soweit dann mal zum Drag and Drop. Wir schauen direkt ins Einstellungsmenü, Settings, SIM-Card, ja, die unterstützen 4G, FDD, LTE und die 5G-Frequenzen habt ihr schon gesehen. Wenn nicht, einfach mal hier auf den Link in der Videobeschreibung klicken, zu uns in den Shop, Artikelbeschreibung, da findet ihr eigentlich alles oder direkt auch im Shop auf der Produktdetailseite unter den Produktbildern auf unterstützte Mobilfunkanbieter anzeigen, klicken und euer Land auswählen. Bluetooth 5.1 wird unterstützt mit TWS Plus, zum Beispiel True Wireless, also andere kabellose Verbindungen. NFC, Screencast wird hier unterstützt und NFC eben Tap and Pay oder auch Android Beam zur Datenübertragung. Notifications und Statusbar. Ja, ColorOS ist ja nicht das erste Gerät hier, was wir in ColorOS am Start haben. Wake Screen, when notifications received on Lock Screen, habt ihr hier mit dabei. Display on Brightness, Dark Mode, Eye Comfort, also der Augenschutzmodus. Ihr könnt hier die Bildschirmtemperatur auf cool oder warm oder eben Default einstellen. Hier kräftige Farben oder Gentle. Also ihr seht vielleicht hier den Unterschied, hoffe ich mal. OS IE Vision Effect
Den kann man hier einstellen, auch nichts Neues eigentlich. Low Brightness, Flicker Free, also flackerfreies. Der Modus, flackerfreier Modus, jetzt haben wir es. Homescreen Layout, 5x6, 4x6, damit ihr einfach hier mehr App-Icons reinpacken könnt auf den Homescreen. Draw Mode oder Simple Mode, der kann eingestellt werden oder ausgewählt. Ja, Sounds und Vibration. Convenience Tools, Navigation Buttons, hier diese On-Screen-Tasten. Die können dann eben auch gespiegelt werden. Oder eben auch die Swipe-Up-Gesten oder Swipe von der Seite, also Wischen. Wir bleiben einfach mal bei den Gesten hier. Assistive Ball, der kann aktiviert werden. Der kommt dann hier zum Vorschein. Quick Return Bubble. Smart Sidebar, die haben wir hier auch, wie immer. Also hier über den Rand streichen, hier seht ihr wahrscheinlich den Balken. Und könnt ihr eure Verknüpfungen, also Shortcuts, einstellen. Gesten und Bewegungen, Screen-Off-Gesten, Race-to-Wake habt ihr hier, Auto-Ear-Pickup, also einfach annehmen, ans Ohr halten, damit der Anruf gleich direkt entgegengenommen wird, drei Finger. Screenshots, Flip-to-Mute, um das Ganze lautlos zu stellen und hier noch ein paar Screen-Off-Gesten, also falls der Screen jetzt mal off ist, wie gesagt hier ein V und dann geht hier das LED-Blitz an, oh yeah, oder eben nicht. Sollte auch bekannt sein, alles hier. Und Rack Packet Assistant ist außerhalb von China eigentlich absolut uninteressant, außer ihr seid vielleicht in Chinatown unterwegs an chinesisch Neujahr und jemand gibt euch ein rotes Kuvert auf WeChat. Battery, wie gesagt, 4020 mAh, 65 Watt Charging, Super VOOC 2.0. App Use Time habt ihr hier mit am Start. Languages. Ja, kein Deutsch, wie üblich bei der China-Version eines Oppo-Smartphones vorhanden. Was allerdings hier Grund zur Hoffnung gibt, ist dieses Language Update Setting Punkt, dass es vielleicht doch in naher Zukunft, wie damals auch mit dem Vivo UD X21, irgendwann mal per OTA-Update hier zusätzliche Sprachen gibt auf den China-Versionen der Oppo-Geräte. Storage, Speicher, also 18,4 GB in Use. Ihr seht, System nimmt hier 16,5 GB in Anspruch. Date und Time, Keyboard, also Tastatur. Da könnt ihr euch natürlich auch eine Tastatur für deutschsprachiges Tippen mit Umlauten runterladen. Das ist kein Problem. OTG Connection. Hier auch dann schon Google zu sehen. Gesagt, also da kann das Gerät hier problemlos genutzt werden. Software-Updates bekommt ihr auch rein. ColorOS 7.2 hier derzeit basierend auf Android 10 vorinstalliert. Reno 4 5G Snapdragon 765G verbaut. Octa-Core 2,4 GHz gepaart, gekoppelt mit dem Adreno 620 8 GB RAM PDPT00 Modellnummer und App-Management, App-Cloner, Gamespace, Split-Screen, User und Accounts. Da dann auch nochmal Google mit dabei. Tools, also Werkzeuge. Und sonst haben wir eigentlich hier alles durchgekaut. Braino Feed.
Ja, die Cam. Weitwinkel. Einfach, zweifach, fünffach. Dann geht bestimmt noch ein bisschen was hier. Hybrid-Style mäßig. Jawohl. Autofokus natürlich auch. HDR mit dabei. Porträtmodus. More. Expert Movie Pano Timelapse Slow-Mo. Hier dann oben auch die Settings. 48 Megapixel. Der muss also hier anscheinend aktiviert werden. Und Einstellungen. Touch-to-Take-Picture oder Foto, Video Resolution 4K 30 Frames per Second, 1080 mit 60 Frames per Second möglich, Slow Motion 1080 720p, Video Encoding einstellbar und dann hier dieser Moonlight Scene Video Algorithmus, oh, sogar mit verschiedenen Modi, Tripod Mode, damit das Ganze nicht so wackelig wird. Auch hier Ultra Steady und dann hier Pro, Ultra Steady Pro aktiviert. Oh ja, also hier sieht man noch tatsächlich schon gut den Unterschied. Was haben wir sonst noch? Ultra Night und die Filter, jawohl. Coole Sache. Frontcam natürlich hier auch mit Steady. Okay, also für euch Vlogger da draußen, feine Sache. Fotos. Beziehungsweise Videos, was ist hier möglich? 1080p, 720 mit der Frontcam, Slow Motion auch. Ist schon fein. Portrait und More, Timelapse und Pano. Also selbst mit der Frontkamera könnt ihr hier Panorama-Aufnahmen machen. Feine Sache. Oppo Reno 4 5G. Android Smartphone, schwarz, blau, lila, 8 plus, 128, 8 plus, 256 GB, Triple Cam, Reno Glow auch genannt das Ganze, Band 20 wird unterstützt, NFC, 5G und 65 Watt Charging. Ja, und das Ganze wiegt hier gerade mal 183 Gramm und ist ab sofort hier bei uns im CCT Shop zubestellt und zu kaufen mit Kopfhörern, dicken Charger und natürlich USB-Ladekabel sowie Silikonhülle. Weitere Fragen, kein Problem, einfach in den Kommentaren hinterlassen. Andernfalls Daumen hoch, abonnieren und bis bald, dein CECT-Shop-Team.